beenden wir das Jahr 2023 mit zwei Knallerfilmen und auch wirklich welchen, die knallen. Nämlich die, die an Silvester auch jeden Abend laufen. Gefühlt auf jedem Kanal. Wir reden heute aber erstmal um Film Nummer 1, nämlich Hot Shots 2 mit Charlie Sheen. Und wie ich den finde, verrate ich euch nach dem Trailer. One man against 3,000. Is he a madman? I guess he figures the odds are in his favor. Sheen. Charlie. Hot shots. Part deux. Mr. President, the third mission to rescue the hostages has failed. Really? Cookie? In Charlie Sheens, beziehungsweise in Hot Shots 2 geht es um Topper Harley, gespielt von Charlie Sheen. Der ist endgültig auf dem Eis gelandet, beziehungsweise er hat die Flinte ins Korn geworfen, er möchte gar nichts mehr machen, er wohnt irgendwo in der Wildnis. Und nun müssen sie ihn rekrutieren, um einen Mann, gespielt von Rowan Atkinson, aus dem Gefängnis zu befreien. Irgendwo in Vietnam oder wo auch immer das ist. Und ja, das ist eine Parodie, Leute. Das ist eine Parodie auf Rambo und alle anderen Kriegsfilme, die ihr irgendwie finden könnt, wird in Hot Shots 2 wunderbar übers Korn genommen und aufs Korn genommen, sagt man. Und für mich ist Hot Shots 2 eine dieser Komödien, die ich jedes Jahr mehrmals gucke. Weil diese Gags ziehen einfach immer. Und da haben wir wieder dieses Thema. Slapstick und Dämlichkeit zieht einfach. Und wenn wir da einen Diktator haben, der sich wunderbare Stullen streicht, ne? Der seinen Hund ein knülles Kleid anzieht, damit er ins Bett kann, der sich mit einem Handstaub sogar im Bett einen runterholt, unter anderem, indem eine Frau ihre Warze abnimmt und Charlie Sheen gibt, um zu sagen, oh, ich liebe dich. Es gibt eine Susi- und Strolch-Szene, es gibt Leute, die aus dem Flugzeug springen und Winnetou schreien, bis dann als viertes Winnetou selber aus dem Flugzeug springt. Und das sind halt Sequenzen, die kennt man aus Hot Shots. Und Hot Shots 1 war mir immer etwas zu langweilig und zu langsam. Da hat übrigens der Alan aus Two and a Half Men im ersten Teil noch mitgespielt, hier im zweiten Teil dann nicht mehr. Und ich finde, der zweite Teil macht alles besser als der erste. Er ist drüber, er ist witzig, er ist absolut dämlich. Das ist die Krönung der Krönungen. Das ist so hirnlos und bekloppt, dass ich jede einzelne Sequenz liebe. Wenn man da Leute, wenn die Pfeile bei einem Bogen ausgehen und sich einfach denkt, okay, was nehme ich denn da? Ich nehme Huhn. Dann schießt man dem einen einfach einen Huhn durch die Brust. Und das wird halt gemacht. Und es gibt keine Idee, die einfach zu dämlich ist für diesen Film. Und alles kommt einfach vor. Und ich weiß nicht, ich liebe diese Filme. Ich liebe so eine Komödien. Ich habe es letztens schon gesagt. Hot Shots, Nackte Kanone, Der Wichser. Das sind so eine Filme, die gehen immer. Weil diese Humorsachen nicht altern. Das ist genau mein Humor. Das ist genauso schön derbe und blöd und dämlich, dass ich mich da einfach stundenlang beömmeln kann. Auch ein Airplane, beziehungsweise die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, den ich mit meinem Kameramann sogar mal gesehen habe. Das sind so eine Sachen, die ich liebe. Das kann ich wirklich rauf und runter gucken und es macht einfach einen Heidenspaß. Für mich ist Hot Shots 2 daher auch eine der besten Komödien, die wir jemals im Kino gesehen haben. Von mir bekommt Hot Shots 2 9 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Hot Shots 2 gesehen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.